Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Black Mesa. Wo wir im letzten Part ja noch ziemlich zu tun hatten hier mit diesen Söldnern. Gerade hier vorne diese Stelle jetzt, wo ich hier noch gerade stehe. Waren ja, da kamen ja 4 Mann auf einmal. Ich fand das schon ein bisschen heftig gerade. Ganz ehrlich mal. Und was war das denn gerade? Komisch. Soundbug oder was? Keine Ahnung. So, und jetzt sind wir hier stehen geblieben in dieser etwas größeren Halle, wo wir... Waren wir nicht da? Ah, da unten waren wir doch sogar schon mal. Da sind wir nämlich auf dieses komische Förderband da gegangen. Jetzt wollen wir mal schauen. Achso, und ich muss dazu sagen, ich befinde mich jetzt schon wieder in einer neuen Session. Weil, letzte Mal ist doch ein bisschen was dazwischen gekommen und dann musste ich einfach aufhören. Und, ja, waren halt ein paar wichtige Sachen zu tun. Sag ich jetzt mal, ne? Das kam ganz plötzlich noch. Und sind wir... Ah, da müssen wir rein, ne? Ne, sind wir nicht von da gekommen? Ich weiß halt gerade gar nicht mehr. Aber sieht nicht so aus, ne? Ne, wir kommen ja eigentlich nur runter, ne? Doch, doch, wir kommen nur runter. Kommen wir hier noch vielleicht rein irgendwo? Aber selbst wenn, da gibt es ja gar nicht, ne? Nö. Okay, wir können also nur runter. Ich glaube, ich nehme jetzt vielleicht auch mal lieber den Colt wieder, weil auf Entfernung ist das Ding ja wirklich top. Eigentlich noch momentan die beste und stärkste Waffe, die wir haben. Wie ich jedenfalls finde. Und da vorne sehe ich doch schon wieder, liegt doch nochmal Batteriechen für den Schutzanzug. Und natürlich auch immer wieder sehr, sehr gut ist. Und wir können uns wieder aufladen, ja! Hells, wir brauchen mehr Hells! Komm, mach voll! Ah, schade, ne? Okay. Zwar nicht mehr ganz erreicht, aber naja, okay. Haben wir hier vielleicht noch was drin? Nichts, außer ein paar Kabelrollen und weiß ich, was da eben noch war. Okay, und jetzt sollen wir hier anscheinend wohl nach oben fahren. Okay, dann machen wir das mal. Ich bin gespannt, was uns da oben wieder erwartet. Auf jeden Fall geht es ganz schön weit nach oben, ne? So wie das ausschaut. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute zu einer neuen Folge mal wieder hier Black Mesa. Und jetzt geht's ab! So richtig ab! Oh, oh, oh! Ach, Scheiße! Nein! Granate! Alter, ich treff die nicht! Nein! Beruhig dich! Den haben wir weg, okay, den haben wir weg. Die noch mehr? Alter, wie groß ist denn das hier? Ah, natürlich, jetzt kommen wir nach draußen. Huh. Was geht hier ab, Alter? Gib Ruhe da hinten. Okay, manchmal reicht ja eh ne Schuss gar nicht. Also die können doch ganz schön was wegstecken. Weiß nicht, ob das hier auch so gemacht ist, wenn man auf den Kopf zielt. Also praktisch ein Headshot. Ob sie denn vielleicht gleich weg sind, aber... Ah, scheiße, nachladen. Nein, nachladen, los! Down, okay, der ist weg. Was ist das denn? Ich weiß doch gar nicht, wohin. Alter, scheiße, wir haben nur noch 2 Schuss. Jetzt komme ich da nicht hoch. Und wo schießt... Alter, da hinten sind noch welche. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, doch. Ist hier vielleicht noch irgendwo was, wo wir rein können? Okay, die Musik ist vorbei. Oder kommen wir da drüben vielleicht irgendwo rein? Also selbst wenn, da kommen wir doch... Doch, wir kommen... Oh, da ist ja noch zum Aufladen. Doch, da ist doch auf, ne? Kommen wir hier vielleicht auch rein? Scheiße, hier steht überall was vor, ne? Da ist zugenagelt. Hier kommen wir rein.
Okay, ist ein bisschen dunkel. Aber, oh, sehr gut. Hält's. Ein bisschen Munition würde mir jetzt... Da würde ich mich jetzt natürlich mehr drüber freuen, ehrlich gesagt. Wobei Hält's ja auch nicht verkehrt ist, ne? Aber... Hier scheint nichts weiter zu sein. Nee, absolut nicht. Gar nicht. Okay, dann wollen wir mal... Vielleicht... Ich werde mal da drüben nochmal gucken. Da ist nämlich schon auf. Naja, schieß doch. Die haben gar keine Munition für uns. Schade. Wollen wir jetzt hier vielleicht noch lieber ein bisschen aufpassen. Okay. Oh, das sieht gut aus. Jawoll. 12 Schuss. Huch. Nachladen will ich doch. Okay. Licht aus. Hält es auf, ist auf 100%. Ich möchte sagen, man musste jetzt da hinten rein. Irgendwo. In irgendein so ein Ding da. Der Bunker, ne? Ich weiß jetzt nur nicht mehr wo. Pass mal auf, ich mache einfach mal Quicksave nochmal. Zack. Dann ist der scheißegal. Jetzt können wir einfach mal wenigstens erstmal ausprobieren. Lauf, Gordon, lauf! Wohin? Ah, hier. Ja, geh runter. Huh. Alter. Was geht ab hier, Alter? Power 15%. Power 30%. 30% Rüstung haben wir wieder. Hält es eben schön. Schön runtergeballert. Durch den. Okay, sieht ganz so aus, als wenn wir hier durch müssen. Huh! Was? Du Arschloch! Hier noch mehr? Genau, und da musste man runter irgendwie, ne? Oh oh, oh oh. Eieiei, ja, das müssen wir jetzt hinnehmen. Weil ich glaube, da kommen nämlich jedes Mal wieder welche nach. Alter, Gorn, geh rein da! Oh, der Typ, ne? Der macht mich manchmal schwach, ganz ehrlich. Okay, das haben wir aber. Auch wenn es jetzt momentan nicht so gut aussieht bei uns, aber das sind immer so Stellen, wenn man da nicht direkt weiß, wohin oder was man da überhaupt machen soll, dann ist das schon, oder die können dann schon doch ein bisschen fordernd sein, sag ich mal, ne? Ich wusste jetzt zum Glück noch so halbwegs, was man jetzt machen musste. Das hat uns noch so den Arsch gerettet, könnte man sagen. Und wo kommen wir jetzt bitte schön hin wieder? Okay, wo sind wir jetzt? Die werden wir erstmal beibehalten. War da was drinne? Oh, Duracell. Nee, was ist das? Naja, so ähnlich. Was geht hier jetzt wieder? Headcrabs! Meine Freunde! Wo ist das andere Hühnchen? Komm! Put! Noch eins! Noch ein Hühnchen? Nee, momentan. Uni. Okay, wo geht's hier hin? Nirgends, da geht's nirgends hin. Okay, gut. Genau, die möchte ich jetzt erstmal haben. Ja, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen mit Vorsicht rangehen hier. Weil, ihr seht ja selber, Hells ist momentan nicht so dolle bei uns. Alter, du kommst hier nirgendwo rein, warum nicht? Ich hoffe, dass jetzt ja auch vielleicht wieder ein bisschen ruhiger hier vonstatten geht, aber... Okay, da sollen wir anscheinend rein. Oh oh. Ich kann doch nicht einfach den Professor da abschießen. Lackfarben. Okay, wir sollen hier durch.
nehmen wir doch mal. I killed 12 of these dumbass scientists. Not one of them fought back. It sucks. Wo? Oh. Wer? Da! Alter, was? Alter, Scheiße! Oh, Gordon. Ey, das ist manchmal so tricky hier. Okay, jetzt nehme ich doch wieder den Colt lieber. Da treffen wir die doch bestimmt besser mit, oder? Wo ist der andere? Da. Down! Da liegt. Ah, oh, da liegt der Professor. Den haben sie gerade abgeknallt. Die Wichser. Okay, nachgeladen. Die ist voll. Okay, dann haben wir ganz gut die Pack nehmt. Ich sage, wenn man weiß, von wo die kommen, dann geht das ja eigentlich auch noch. Security. Kommen wir jetzt hier nochmal rein? Ah, guck mal. Und da, hier waren wir nämlich, genau. Da war dieser komische Geschützturm, da haben wir die Granaten bekommen. Ja, ja, ich weiß das alles noch. Das war schon wieder ein paar Tage her, aber... Ach, jetzt sind wir da. Well, so much for the government. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Now look, ja. If anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the Lambda team. You can trust them. You can trust all of us. Okay, Alter. Du bist in Ordnung. Tja, Leute, und jetzt sind wir nämlich bei diesem Punkt, wovon ich im vorletzten Part, ich weiß es gar nicht mehr. Hab ich doch, oh, guck mal, der hat hier schon alles zugemacht. Der Doc hier. Ob wir hier tatsächlich nochmal langkommen werden und wir betreten jetzt Silo. Tatsächlich? Und wir betreten jetzt Silo D. Und da haben wir eben gerade noch durch Zufall sogar die richtig schöne Shotgun bekommen. Kann man nicht drauf verzichten, auf diese Knarre hier in diesem Game. Oh. Ladedaten. Und mir schläft gerade mächtig der Fuß ein, merke ich gerade. Oh. Ah. Aber volle Kanne. Ich fühle so voll raus. Eieieiei. Das kann richtig wehtun, sowas, ne? Ah, ich glaube, es kommt da langsam wieder. Explosionskrater. Okay, neuer Abschnitt. Neues Glück. Okay, Alter, was geht denn hier jetzt? Das sieht ja auch richtig nice aus wieder, ne? Ich finde, das sagte ich ja auch schon im ersten Part, ne? Da haben sie ja wirklich hier, das ist ja diese Mod hier, Half-Life 1. Also das Spiel Half-Life... Das Spiel Half-Life 1 bloß als Mod für Half-Life 2 gemacht. Finde ich ja richtig geil. Jack. Nein! Ein Rotzer! Den nehme ich jetzt aber... Doch, vielleicht lieber. Wo ist er? Da ist er. Okay, haben wir weg. Das ist sehr gut. Komm, wenn wir schon die Shotgun jetzt haben, dann würde ich das mal gleich ausprobieren, oder was? Würde ich sagen, ne? Firewater. Wofür? Alter, das habe ich gerade noch im letzten Moment gesehen. Wir haben gerade richtig Glück gehabt. Dass ich die Dinger hier nicht getroffen habe. Alter!
Das hätte auch nach hinten losgehen können. Granaten. Hatte ich noch eine? Haben wir jetzt voll die Granaten? Sind die voll? Ja, Tatsache, die sind voll. Gut. Dann haben wir das auch. Hier haben wir noch ein Knöpfchen. Was macht dieser Knopf? Wo kommen wir denn hier runter? Ist hier irgendwo eine Leiter? Kommt man da... Nee, hä? Ach doch, da. Bis ich das immer sehe hier überhaupt, ne? Alter, das sieht aber richtig krass aus, Junge. Hat auch so stellenweise eventuell ein bisschen Horror wieder mit drin, ne? Also, ja, gut, was heißt Horror? Also für Leute, die das Spiel jetzt vielleicht noch nie gesehen haben, ist vielleicht ein bisschen Horror drin. Da müssen wir da durch oder kommen wir hier auch weiter? Der Fahrstuhl. Aha, der ist lahmgelegt. Ne, hier ist grün. Nein! Jetzt wollte ich da oben. Oh, ich wollte da oben jetzt doch nochmal gucken gehen. Scheiße. Das hört sich nicht gut an. Alter, wie weit geht das nach unten? Vor allem, welche Seite muss ich raus? Okay. Wir würden jetzt sogar nicht mehr hochkommen. Scheiße, Alter. Und hier müssen wir jetzt auch wieder richtig... Oh, Alter, geil. Muni von Colt. Aber warum so viel? Das war... Alter. Und diese... Geräusche, ne, überhaupt hier so, ne, also die Sounds, ne, und die Tracks auch in diesem Spiel, ja, die feier ich ja mega. Genau so was meine ich, nämlich diese Geräusche. Das ist Wahnsinn, ist das. Einfach nur Wahnsinn. Ist da oben noch irgendwo was? Nö, ne. Würde ich sagen, wir fahren einfach mal los hier mit dem Zug, oder? Okay, ja. Okay, ah, und dann alles klar. Okay, fahr mal volle Pulle, Junge. Aha. Oh. Oh. Den haben wir. Okay, vielleicht sollte ich lieber noch ein bisschen sparsamer sein mit meiner Munition, weil die treffen uns ja hier eh nicht, ne? Die Pisser. Eigentlich ist das ja. Alter. Verfolgen die Viecher uns jetzt hier auch noch? Alter, ist das hier staubig gerade wieder, wa? Sieht aber nicht so aus, als wenn die uns verfolgen, oder? Im Moment sehe ich nichts. Huch. Alter, wie das hier einfach aussieht. Das ist doch total krass, Alter. Würden wir jetzt... Alter, und jetzt... Das Bild wird auch richtig... Ja, so grisselig, ne? Je mehr wir uns das nähern hier, diese nukleare Zeug. Aber Alter, ist das krass. Okay, bloß weg hier wieder. Richtig nice gemacht. Ach du Scheiße, komme ich gar nicht mehr hoch hier, wa? Nein! Warum? Und doch hier, wa? Okay, ich wollte schon sagen, wir müssen jetzt zurück, Alter. Das wäre jetzt bei dir gewesen. Das wäre jetzt echt was gewesen, Alter, mit dem geduckten Springen, ne? Da muss ich mich erstmal wieder mit reinfuchsen. Und ob dieser Weg hier so sicher ist, Leute, das werden wir im nächsten Part sehen. Ob wir hier überhaupt heil rüberkommen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich würde mich freuen darüber. Und sage vorerst Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.